Lena, was machst du denn da? Lisa hat ein neues Freundebuch bekommen und ich soll reinschreiben. Oh, schön, darf ich mal sehen? Ja, das ist jetzt eines mit Fragen für Schüler. Aha, was wird denn da so gefragt? Hast du schon etwas geschrieben? Ja, wie ich Lisa kennengelernt habe. Weißt du das noch? Die kennst du doch schon ganz lange. Naja, ich kann mich eigentlich nicht gut daran erinnern. Aber Mama hat es mir schon so oft erzählt. Lisa und ich waren zusammen in der Krabbelgruppe. Meine Lieblingsfarbe ist Pink. Und ich gehe in die 2. Klasse. Jetzt kommt mein Lieblingslehrer oder Lehrerin. Das ist Frau Bader. Magst du Herr Pauli nicht? Doch, der ist lustig, aber Frau Bader mag ich lieber. Meine Lieblingsfächer. Das sind Sachkunde, Sport und Kunst. Mein Traumberuf. Polizistin. So wie Sarah und Martin. Ich würde jeden Verbrecher aufspüren und dann alle einsperren. Cool, das ist gut. Ich gehe etwas spielen, Lena. Okay. So, mein Lieblingstier. Katze. Niki, warum musst du eigentlich immer genau dahin sitzen, wo ich gerade etwas schreiben muss? Du meinst, weil Katze mein Lieblingstier ist, muss ich dich jetzt streicheln? Klar, also gut. Dann streichle ich dich kurz. Aber dann will ich weiterschreiben. So, das reicht, Niki. Mein perfekter Tag. Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich schlafe richtig lange. Und dann knete ich den ganzen Morgen mit Anna am Knetisch. Mittags gehe ich schwimmen im See. Oder im Winter ins Hallenbad. Am besten, wenn Glibber- und Schaumparty ist. Ja, das war cool letztes Jahr. Und abends grille ich mit Papa Fleisch oder Würstchen. Und bleibe dann noch ganz lange wach. Und Mama liest uns ganz viele Bücher vor. Das ist mein perfekter Tag. So würde ich gerne in 20 Jahren leben. Oh je, was weiß ich? In 20 Jahren? Da bin ich 27. Dann hätte ich gern ein großes Haus mit einem großen Garten. Vielleicht 2 Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Und einen Mann. Nee, lieber einen ohne Bart. Mein Lieblingsspiel. Uno. Ach ja, das könnte ich ja nachher mal wieder mit Anna spielen. Mein Lieblingsessen? Oh, das ist schwierig. Ich denke Crepe mit Zimt und Zucker. Wenn ich traurig bin, dann... dann verkrieche ich mich mit meiner Puppe in meinem Bett unter die Decke. Da soll ich noch einen Fingerabdruck machen. Das mache ich später. Jetzt will ich erstmal mit Anna spielen. Anna, hast du Lust, mit mir Uno zu spielen? Oh ja, ich spiele mit. Ich bin bald fertig. Uno. Oh Mann, ich muss aufnehmen. Fertig! Ach Mann, vielleicht ist es doch nicht mein Lieblingsspiel. Ich muss noch einen Fingerabdruck in das Freundebuch machen. Niki, jetzt sitzt du schon wieder auf meinem Buch. Oh nein, Niki! Du hast ja ganz dreckige Pfoten. Das schöne Buch von Lisa wird schmutzig. Das hast du ja super getroffen. Dein Pfotenabdruck ist genau da, wo ich meinen Fingerabdruck machen sollte. Dann schreibe ich jetzt eben den Text um. Pfotenabdruck meines Lieblingstieres. Und schau mal, Niki hat nicht nur in diesem Freundebuch unterschrieben, sondern auch auf der Toilette und auf Annas Tisch. Und psst, auf Papas Rücken.
Wir freuen uns über einen Daumen nach oben oder lasst uns gerne ein Abo da. Bis bald. Tschüss.